Die Bodyplethysmographie oder auch die Ganzkörperplethysmographie stellt ein Messverfahren dar, das wir in der Pneumologie verwenden, zur Quantifizierung unterschiedlicher Lungenvolumina und auch zur Quantifizierung von Atemwegswiderständen. Das Wort kommt ja aus dem Griechischen, plethys, die Füllmenge oder die Fülle, und graphein, schreiben oder aufzeichnen, also letztendlich von der Wortbedeutung die Aufzeichnung unterschiedlicher Füllvolumina. Und das Besondere an der Bodyplethysmographie ist, dass der Patient in einer Kammer sitzt, in einer Kabine, die man sich etwa vorstellen kann wie eine Telefonzelle, und dass in dieser Kammer ein Mundstück ist, über das der Patient atmen kann. Und hier können wir entsprechend Drücke und Flüsse aufzeichnen.